Hallo, liebe Freunde, wir beide stellen euch heute neuen Tabak vor, wie meiner Amy Ainito, Diffusa, Amy J Element 3, Amy Goldkohlen, den ganzen Scheiß, wie ich immer rauche derzeit. Und es gibt neuen Hasso fucking Freezy, also neuen Hasso Tabak in der Freezy Line, und zwar den Lemon Porn haben wir heute. Und wie gesagt, wieder an der schönen Hasso Dose, ich habe ja schon mal zwei vorgestellt, und zwar den Mango Kuya und den Grape Addiction. Ja, heute haben wir den Lemon Porn. Ich dachte mir einfach, den könnte ich ja mal vorstellen. Ich muss mal kurz gucken. Ist mein Handy eigentlich auf stumm? Ja, ist auf stumm. Ja, gesagt, hast du Freezy Line vom Schnitt? Also, wir gucken uns den einmal an. Erstmal, Freunde, ganz in Ruhe hier. Gucken uns den einmal an vom Schnitt, wie die anderen beiden. Also, super, ich blende euch mal ein Foto ein. Wie die anderen beiden. Also, habe ich wirklich nichts auszusetzen. Also, sieht wieder normal aus. Ein bisschen bräunlich. Grob, also ein ganz normaler Schnitt. Mittel bis feiner Schnitt. Und klebt auch nicht zusammen. Und wenn wir da ganz an der ganzen Sache einmal riechen, hat man so eine richtig starke Zitronennote und riecht so ein bisschen wie einem 2, also wie diese einem 2-Zitronen-Dinger. Ich habe jahrelang die nicht gegessen, aber es riecht so typisch nach so einem Zitronenbonbons, finde ich. Also genau danach riecht's. Ja, kannst du eigentlich nichts anderes sagen. Ich glaube, hier ist Menthol drin, aber ich würde ja sagen, das ist Eis, weil es ja die Freezy Line ist. Ich glaube, hier ist, ich weiß gar nicht genau, ich habe hier irgendeine Seite offen. Steht hier eigentlich irgendwas? Lemon Porn Geschmack. Süße Zitrone in Perfektion, abgerundet durch einen Eiseffekt, schmeckt wie Lemon Chill sein Vater, ne? Also, wir haben hier Zitrone mit Eis. Lemon Chill sein Vater. Ich habe Social Smoke Lemon Chill noch nicht geraucht, davon ist ja Lemon Chill. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen, also kann ich jetzt persönlich noch nicht beurteilen, wenn ich diesen mal vorstellen würde. Würde ich natürlich gleich sagen, schmeckt ja wie der Hasso, also ist Lemon Chill wirklich der Sohn vom Hasso. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir rauchen einmal an, Freunde. Vom Rauch wieder 1A. Ich glaube, die Kohlen gar nicht bloß mal ein bisschen umlegen. Ich bin da mal so ein bisschen, ihr wisst, Freunde, man muss da mal so ein bisschen aufpassen, nicht so viel Hitze und so. Kennen wir ja. Legen wir mal ein bisschen ran. Und noch mal ein bisschen mehr Hitze. Und rauchen wir noch ein bisschen, Freunde. Ringe gehen sogar mal voll klar. Vom Geschmack original, wie die sind im Zweidinger, ultra stark. Also eine ultra starke Zitronennote, finde ich. Also schon richtig stark. Und diese Eisnote kommt so ganz leicht. Irgendwie kriegst du auch so im Kopf, wenn ich zu viel hintereinander ziehe. Vielleicht ist da so eine kleine Minznote mit versteckt. Kann sein, weiß ich nicht. Also weiß ich gerade nicht. Da steht ja nur abgerundet durch einen Eiseffekt. Ist so, sagen wir mal, voll okay der Tabak. Er ist so ein typischer Eistabak, finde ich, halt so ein Eis-Zitrone-Tabak. Ist jetzt, finde ich, also ich hatte schon mal Ice Lemon, glaube ich, von Alvaja oder so. Ich finde, der ist nichts Besonderes, also er schmeckt genauso wie der. Finde ich jetzt persönlich, ich muss sagen, also, was willst du denn jetzt an Eistabak groß machen? Also an Eiszitrone, was willst du denn groß machen? Freunde, was wollt ihr denn da groß machen? Ich finde, der schmeckt ganz normal wie ein Eistabak mit Zitrone, ich will mal Eis nur sagen. Schmeckt wie ein normaler Zitronentabak und hat so eine Standardnote, also finde ich, also. Er ist jetzt schon krass, er raucht krass, vom Geschmack ist er schon krass, er hält auch ordentlich lang. Aber ich muss persönlich sagen, ich habe ja den Mighty Mango Kuya schon vorgestellt und der war brachialgeil. Also den finde ich persönlich von den Hasso-Sorten am besten. Es gibt ja noch drei andere. Es gibt ja noch Melon's Punch, den habe ich noch nicht vorgestellt. Cherushito habe ich noch nicht vorgestellt. Und Purvis Peach habe ich noch nicht vorgestellt. Melon's Punch, ich bin nicht so der Wassermelone. Kirsche finde ich schmeckt immer gleich. Also Kirsche ist anstrengend runter zu rauchen. Und deswegen habe ich auch noch nie, habe ich glaube ich nur einen Kirschtabak auch vorgestellt bis jetzt. Von 7 Days, den ich mal als Shot bekommen habe. Und den Paris Peach, ich komme nicht an Pfirsich, an Pfirsich schmeckt mir nicht mehr. Deswegen werde ich wahrscheinlich die drei nie vorstellen, Freunde. Deswegen werde ich diese drei nie vorstellen. Aber hier, der schmeckt wirklich gut. Aber er ist jetzt nichts Besonderes, Freunde, muss ich ganz persönlich sagen. Ich habe jetzt mir mehr erhofft. Dachte mir, boah, der wird richtig ballern, der wird eine brachiale Eisnote haben. Aber finde ich jetzt persönlich nicht. Also er schmeckt wie ein guter Zitrone-Eistabak, sagen wir mal. Er schmeckt wie ein guter Zitrone-Eistabak.
Und er hat diese typische süß-säuerliche Zitronennote, was das Ganze abrundet. Ich habe gesagt, schon schlecht, also habe ich noch nicht gesagt, ich habe schon mal einen schlechten Zitrone geraucht. Der hat auf jeden Fall eine leckere Note. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Vom preislichen hier sind wir wie bei den anderen Hasso-Sorten. 14,90 Euro, normaler Preis 200 Gramm. Ist ja vom Preis runtergegangen, 3 Euro weniger, dafür 50 Gramm mehr. Anstatt zu den ersten 4, 5, 6 Sorten, die es damals gab. Und ja, ist wieder nicht verkehrt, würde ich sagen, Freunde. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Heute mal ein bisschen schneller, weil Hasso hat man ja eigentlich schon mal gehabt. Ist ja nur noch mal die letzte Sorte, die ich vorstelle, weil mehr Hasso würde erstmal nicht kommen. Höchstens, wenn ich irgendwann mal einen Shot bekomme von Melons Punch, Cherry Cherishito oder Pearls Peach. Wer mir da einen Shot zusenden will, kann mich gerne anschreiben. Da kann ich auch gerne einen anderen Shot von Lemon Porn oder ich habe auch noch andere Tabakstar, kann ich auch gerne einen Shot zurücksenden, das ist für mich kein Problem. Wenn ihr euch wundert, warum die Shisha vielleicht ein bisschen schräg steht im Video, die steht ja so provisorisch irgendwie auf einem Hocker, auf dem Amy Deluxe Karton und auf so einem Papier, auf so einem 500 Papierstapel, weil mein Tisch ist belegt mit dem Anzünder. Passiert, ne, Freunde? Passiert. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, checkt links in der Beschreibung, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, ich wünsche guten Rauch, meine Freunde. Und wie immer habe ich jetzt am Ende einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht warum. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche guten Rauch. Lass mal den Frosch hier runterschlucken. Und dann kommen wir zum Endausblas. Wie immer, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche guten Rauch. Habe ich schon gesagt? Guten Rauch gewünscht.